Sie müssen nur noch zugreifen. Jo, da würde man sagen, Freunde, das machen wir. Zurück bei A1900 greifen wir einfach zu. Ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Ja, so viel Rauch. Zerstören Sie einen Schoner, aber schonen Sie ihn nicht. Wir schonen hier gar niemanden. Was ist das für einer? Okay. Der schonende Verschoner. Feindliches Ziel erfasst. Zerstören, eliminieren, ausschalten. So. Zurück zum Eigentlichen. Wir sind hier. Wir haben uns hier versammelt. Für die Feuerlöscher bei A1800. Warte mal. Die Feuerlöscher. Das wäre jetzt eigentlich mal so eine Idee zum Testen, wa? Import, Export, nee. Wir haben hier die Route. Manola, Mechanik, Kleidung, Nahrung. Gut, Mechanik und Filmrolle. So ein Thema für sich. Wie wäre es noch mit einer Route? Wir nennen die Manola. Uff. Keine Ahnung, auch gut. Verdanke ich meine Unabhängigkeit. So. Schön, freut mich. Ein Hoch auf die Revolution, glaube ich. Sandlomi einladen. Hätte ich. Ach, was sind das jetzt? Zwischenprodukte? Tatsächlich. Polizei und noch ein bisschen Medizin. Hier bitte ausladen. Ich bräuchte ein Dreierschiffchen. Hä? Ah, hier. Aura 2. Mein natürlich Upgrade auch doof klingt. Warte mal, nee, das ist doch anders. Öffentliche Dienste? Nee. Ausgüter? Nee. Hafen? Nee. Stadt. Also Leben ist halt irgendwie. Ja, Feuerlöscher. Arsenal, Polizeiausrüstung, Labor, Medizin. Ist alles irgendwie. Labor, Labor, Arsenal. Heißt alles irgendwie anders. Nee, komm, mache ich nicht Upgrade, sondern. Stadtwaren. Keine Ahnung, wie ich es sonst nennen soll. Okay. Weil ich glaube, hier auch mit dem Stahl, Kautschuk, das müsste soweit laufen. Vielleicht läuft es gerade ein bisschen zu extrem. Die geniale Erfindung ist vollendet. Alter, der ist am Erfinden hier, das ist nicht zu glauben. Das ist wie die Gonzalesen direkt dagegen, ganz ehrlich. Aber ist cool, ne? Da soll er ruhig weitermachen. Wir haben noch den, der ist schon wieder der. Warte mal, den können wir uns einfach mal hier oben gebrauchen. Soll noch nachher, das sind legendären. Naja, da und ein bisschen länger. Und nachher mal den machen. Dann haben wir noch den. Den machen wir eher später. Wir haben noch ein paar von denen vom Frachtverlader. Ja, wenn er die nachher macht, wäre es auch nicht schlecht. Wobei, das sind die Baumschulen, die brauche ich auch. Pack die mal oben hin, komm. Von denen kann ich fast noch endlos viele produzieren. So. Also, trotz allem geht es ja voran. Der Schoner, ja, der ist unterwegs, wohin auch immer. Hier nochmal gucken, ne? Wir haben hier Strom. Okay. Ich mache es überhaupt so, weil. Moment, mal ganz kurz gucken. Die Wände sind massiv. Und die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind auch massiv. Ja, das ist eine gute Frage. Nein. Abbrechen. Wir hätten ja zum Beispiel die hier, die auch vom Ding hier profitieren. Von dem Effekt hier. Die hingegen profitieren gar nicht davon. Die kann man also eigentlich mittlerweile hier irgendwo hin platzieren. Wir brauchen auch sowieso nochmal einen von denen da, also kein Problem. Jetzt machen wir es ein bisschen anders.
Radius an dem Ding ist nicht so schlecht. Dann habe ich hier ein bisschen Platz. Dann baue ich den noch hier hin, oder? Ah, ich kann sogar noch mal ein bisschen nach außen. Weil ich kann gar kein Gebäude mehr platzieren, das ist sowieso doof. Werden wir jemals so viele Nähmaschinen brauchen? Ich bezweifle es ganz, ganz stark. Trotzdem will ich natürlich die Variante die komplett ausschließen. Wenn ich nicht gebraucht werde, dann gehe ich zum Kai. Ich male gerne eine Oplane. Also, zum Kai. Er geht zum Kai. So, den braucht's noch. Ah, immer das Gleiche. Zu wenige Waren. Wir sind abflugbereit. Ah ne, Moment, ich mach's immer wieder falsch. Entschuldigung. Nein. Haben wir die Taste was jetzt? Hier. Die Hitchwater. Yeah, yeah. So. Ihr zwei Spackos um Dienst. Bitte Materialien holen. Der liefert. Dann jetzt hier halt Frage. Feuerwehrzentrale. Jetzt haben die ja Feuerlöscher. Die verbrauchen den auch. Warum aber? Es gibt ja aktuell gar keine Feuergefahr. Also warum verbrauchen die überhaupt jetzt Feuerlöscher? Da also wenn ich nur nochmal einen upgraden würde, nochmal angenommen, zum Beispiel den hier, sage ich, warum mal aus? Bilde mutige Feuerwehrleute aus. Das ist halt so ein Punkt, den ich nicht so ganz verstehe. Warum verbrauche ich jetzt irgendwie plötzlich diese Feuerlöscher? Was das ist, soll, verstehe ich nicht ganz. Egal. Ich hab's wohl irgendwie kaputt gemacht. Das kann vorkommen. So. Also hier sind unsere Prinzip. Wir haben hier Bruno. Bruno ist cool. Wir haben Kaufabriken. Wir haben die Dinger. Warte mal. Items. Kabelfabrik. Unbekannt. Beeinflusst alle Produktionsgebäude. Ja gut. Im alten Nähd. Ja, ja. Human Inkarnateur Nummer 9. Was für ein scheiß Cyborg. Okay, da muss ich nochmal ein bisschen ran dann. Aber es gibt offenbar eben kein richtiges Item für die Kabelfabrik. Okay, ist jetzt nicht weiter tragisch. Weil mehr damit ich es halt weiß, ne? Schiff unter Beschuss. Ja gut, ich wollte mir den Tempel erzählen, dass ihr ein Problem damit habt. Die Rede ist, zerstören sie einen Schoner. Ihr habt drei Stück. Obwohl ich jetzt alle drei zerstört habe, bringt es mir irgendwie gar nichts. Oh, auf die Entfernung, krass. Ja, Fortuns trotziger Clipper. Mhm.
Clipper, Clipper, ja, 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 ja. Freunde, ich habe ein bisschen Angst zu gucken, ob ich noch die ganzen Dinge habe. Waren oder ob es langsam schon knapp wird. Was sieht grundsätzlich noch gut aus. Noch. Wohin soll's gehen? Kannst du leider sehr schnell ändern. Stimmt, haben wir eigentlich beide jetzt hier hochgeschickt, macht eh keinen Sinn. Nur fliegen ist schöner. Der ist auch noch da, der kann eigentlich nochmal hier hin. Und noch einen hier oben, der kann auch nochmal dahin. Passen uns dem Wind an. Besser machst du das. Meine Tochter mag sie nicht. Ich mag deine Tochter auch nicht. Arschloch. So. Ja, ich hab's gesagt. Gut. Hätten wir jetzt hier Labor Feuerlöscher, ob das soweit aufgeht. Und wir können nochmal testen, wa? Wissen Sie? Ich weiß gar nichts. Das ist auch krass, wo das Gebäude pausiert ist, aber trotzdem kosten. Nee, Freundchen. So. Also zwei Nähmaschinenfabriken, ne, haben wir jetzt da hinten. Dann die Kabeldinger. Die Kabeldinger. Ja, kann ich ein bisschen näher hier ranschieben. Mal fürs Erste. Spiel wieder mal gespeichert. Dankeschön. Und nach unten schieben, wenn wir sowieso davon nicht beeindruckt sind. Ventilator, Motorroller. Die wären davon ja durchaus beeindruckt, das wissen wir. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Beziehungsweise Motorroller ja nicht, Ventilator schon. Natürlich auch so eine Frage. Alle Köpfe magisch an. Ventilatoren. Braucht ihr die theoretisch nur hierfür oder braucht ihr die sonst noch irgendwo? Weshalb nur überleben? Weshalb nicht erleben? Motorroller hätten die gerne. So seht ihr aus. Damit auch ein Motorroller auf der Front düst. Es geht ein bisschen ums Planen. Mein Mittel gegen Frostbeulen im Gesicht wirkt Wunder. Motoren hätten die gerne. Dynamit, natürlich, damit sie noch mehr in die Luft sprengen könnten. Ja klar, so sehe ich aus, ob er das machen würde. Chili, ja, da ist aber geplant, dass er das kriegt. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. Die wollen auch Motorroller? Sie haben uns aus der Gosse geholt. Geh mir Mühe. In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Genau, sie wollen nur noch die Medizin. Aha, sie hätten gerne Ventilatoren plus Motorroller. Ja, leck mich. Plus Filmroller. Ja, was wollt ihr denn sonst noch, ey? Was wollt ihr eigentlich noch alles? Äußerst, mittelmäßig. Ventilatoren, Filmroller, okay, das heißt Investoren. Und die Gelehrten hätten gerne auch Ventilatoren. Jetzt müsste ich halt mal gucken, war von den Bewohnern her, aber natürlich genug. Ich muss jetzt mal ein bisschen checken. Also warte mal. Besser abzuschätzen, müsste ich halt erstmal aktivieren, war. Ich meine, ich habe keinen im Lager, aber natürlich trotzdem gut, wenn ich auch mal aktiviere, damit ich weiß, wie viel ich bräuchte. Bärenfell. Klar, warum auch nicht. Cap Trelawney. Ein bisschen mehr Kupfer wäre nicht so schlecht. Hier habe ich aktuell nur den Bohrer, wa? Und eben, ich hatte ja mal die Idee, dass der Bohrer auch noch reinkommt.
Ich glaube, der Bohrer, vor allem hierfür, oder? Wir werden beobachtet. Alter, leck mich am Arsch. Okay, jetzt aber, glaube ich, eine richtige geile Ölproduktion. Hui, 48. So schnell kann es vorangehen. 24 brauche ich, 48 liefere ich. Genau, hier habe ich es ja. Wenn ins Lager voll ist, kann ich mir eigentlich sparen, war. Ein bisschen was zu machen. Ne, weil dann hätte ich natürlich lieber, also hier, Schiffe. Okay, ich brauche ein Dampfschiff. Ich muss wieder mal Schiffe bauen, Freunde. Haben wir lange nicht mehr. Aber ab und zu muss es noch sein. Neue Schiffe. Ich sage gerne Dampfer. Schön. Ja, müssen wir mal gucken. War ja die Idee, mal alle Luftschiffe und so zu bauen. Mittlerweile muss ich vielleicht ein bisschen zurückrudern und sagen, yeah. Muss nicht unbedingt überall welche sein. Vielleicht sind zum Teil die Schiffe doch besser. Aber ja. Was darf es sein? Das müssen wir nach und nach ein bisschen recherchieren. Hier gerne ein bisschen Fenster. Dankeschön. Capitoni weiterbauen. Erst ein Dampfschiff, also einen Öltanker gebaut habe. Erst dann mache ich da weiter. Was ist jetzt los? Achso. Ich muss hier runter. So. Laufen Koordinaten an. Okay, die sind unterwegs. Nein. Dann. Oh, ich mach's immer noch falsch. So. Was? Oh. No. Yes. Wir sind unterwegs. Okidoki. Sieht noch sehr gut aus, ja, mit dem Stahl und so für die Feuerlöscher. Wie sieht es hier oben aus? Seid auch alle happy? Was ist hier los? Brennt es irgendwo oder was? Musik, hey. Ja, gerne mal hier gucken, wa? Eine Feuerlöscher brauche ich. Ja, wir haben genug. Hä? Ich habe 3 von denen. Oh, noch einen vierten. Was ist denn hier los? Haben wir dann noch Krankenhaus und Polizeirevier ausbauen? Also, das läuft hier. Feuerlöscher, können wir mal gucken. Stahl. Nachfrage 4, Versorgung 21. Das ist ja voll. Ja, das ist ganz normal. Ich habe schon 2 pausiert. Wir haben keinen Platz. Ja, ich weiß, ich kann da auch nichts dafür. Wenn die alle im Durch drin sind. Vor allem, ich habe so viele Leute und trotzdem so wenig Bilanz. Was ist eigentlich los? Ja gut, die sind natürlich... Vor allem die Kalfabriken, alter Schwede. Ein Item, das zu reduzieren, wäre dann so doof. Also. Wollen wir dann rausbauen. Produktivität, Arbeitskräfte erforderlich, Produktivität, ja, vielleicht mal Kohle senken, wäre auch mal eine Idee. Also, Ventatur wollte ich ja. Manola. Ein Torroller 0 von 0? Wie geht denn das? Was? Warte mal. Ventilatoren 1 und 1. Nachfrage. Parfüm 14. Warum? Ah,
sie kooperieren. Wo ist da die wo ist das Verhältnis? Motor und irgendwie gar nichts. Was ist hier los, Freunde? Hat aber gar keinen Sinn. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, yeah, das ist wieder mal. Ja gut, hier bitte hier hin zurück. Also Diplomatie mit ihm ist bei 48 natürlich ganz geil, aber ich glaube unmöglich. Wann kann ich mit dem mal Handelsverträge machen, Leute? Ab 50, ab 60. Ich habe jetzt extra ihn hinten angeschnitten, damit ich erstmal ihn boosten kann. Nur will ich auch mit ihr bald mal ein bisschen, unmöglich eingeschränkt. Eingeschränkte Unmöglichkeit, wer kennt sie nicht? Also, wenn wir mal zurückkehren zum eigentlichen Thema. Ich kann mal alle Inseln machen und dann Ventilatoren. Insgesamt 4 von 4. Nachfrage. Parfüm. Mhm. Motorola Ei. Sag mal was. Was sind das für Zahlen? Das ist ja ganz creepy. Willkommen in der Herzkammer des Wandels. Also wir haben. Ne, Motoren haben wir noch nicht, wir haben Aluminium-Dinger. Okay. Motorroller-Ding, das ist noch ganz außer. Das ist keine Ahnung, wenn ich das mal bauen soll. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Dankeschön. Also, dann wir kommen sie erstmal hier oben hin. Natürlich. Wenn ihr genau weiß, was ich mit dem machen soll. Aber der ist doch auf den Motoren. Ja, Motorenfabrik steht doch da. Also, nicht, dass ich irgendwie nochmal in was Falsches stehe. Da habe ich eben den, in Anführungszeichen, nur den drin. Was auch Sinn macht, weil ich einen Motoren dafür brauche. Okay. Den haben wir auch noch, den guten Kumpel. Stromkabel habe ich. Stahl habe ich. Die Leute aber auf der Insel noch nicht. Stellt sich die Frage mit dem Zilloloid, soll er dann schon mal langsam nach unten bringen und noch warten, weil ich brauche dafür halt Ethanol, Kampfer, Baumwolle. Baumwolle habe ich eh keine mehr, weil ich keine mehr liefere, wa? Trotzdem kann ich produzieren oder auf der Insellager ist voll, je nachdem. Die haben wir rausgeschmissen hier oder was? Das sieht so aus, wa? Die Abaya-Filmrollen. Komm, weißt du was? Dann machen wir das jetzt mal ein bisschen anders. Die Baumwolle kommt ja auch von hier. Ich nehme mal an, wir haben auf der Insel. Genau, eine Überproduktion an Baumwolle. Auch an Kautschuk. Was gar nicht mal so schlecht ist. Aber natürlich nur temporär, das wissen wir. Und Salpeter. Ich brauche die für die Filmrolle, die ich hier produziere. Wo haben wir es jetzt schon wieder? Aus Salpeter und Zilloloid, weil ich hier halt zu viel am Lager habe. Wäre es eine Idee, schon mal Zilloloid, Filmrollen. Natürlich auch Ethanol, ist klar. Und dann den Kampfer.
Der muss langsam mal hier anfangen, wa? Erichel Kaugummi brauche ich nicht. Der kommt auch mal fürs erste weg, obwohl. Wir brauchen garantiert. Eine Feuerwache. Kann ich wohl direkt die Vorgeschrittene machen. War Feuerwehrzentrale, weil ich habe hier Dinger ja eh. Stimmt eigentlich, ne? Ja, doof ist nicht machen. Sie können das selbst versorgen quasi. So. Dann also. Kaugummi brauche ich noch nicht, haben wir gerade gesagt. Filmrolle, ja. Der natürliche Lebensraum auf deiner Insel wird immer knapper. Auf ihrer Hauptinsel. Hey, wieso Hauptinsel? Nicht erfolgreich sein, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das doch alles gut hier? Das ist eine Hauptinsel. Aber wo Hauptinsel? Was macht eigentlich? Aber schon lange nicht mehr gesehen. Ah, okay. Der macht mal nichts. Da kam ein Schiffchen wieder bei mir an. Okay. Bin schon mal so quer durch die Inseln zeppe. Wohin soll's gehen? Nein. Ups. Nicht genügend Platz. Das ist natürlich doof. Ja, wir gehen halt auf die Hauptinsel. Auf die. Beendet. Die andere Insel quasi. Also, nochmal zurück, okay. Salpeter liefert nachher hier hin, da ist dann kein Problem. Und dann haben wir... Vom Stapel gelaufen. Sehr schön. Ja, Tanker bereit. Chrome Falls und Marsch bitte. Schade, dass man den mit dem Item ausstatten kann. Das wäre es gewesen. Also. Die kann ich hier unten nicht direkt hinbauen, ist auch egal. Filmrollen. Was wir bisher gesehen haben, reicht ja eine. Vielleicht auch nachher noch mehr. Oh, Nachfrageversorgung. Aber ist ja allgemein gedacht. Manola, aber nur das. Beziehungsweise. Okay. Das heißt, dort, wo ich auch noch bräuchte, wäre halt Bright Sands, wa? Und nur noch Chrome Falls irgendwo. Hä? Habe ich gerade 4 gesehen? Den Besen sowieso nicht. Doch 4. Hä? Warte mal. Bright Sands sind es 2. Der Isle wird produziert. Manola ist 1. Ja, hier steht auch was drauf, aber wird da gar nichts gemacht. Hä? Okay. Egal. Also heißt, Manola brauche ich 2 Stück. Die geniale Erfindung ist vollendet. Nee, nicht mal, weil die laufen hier ohne Strom. Darf ich nicht unterschätzen, Freunde. Kein Strom hier. Kein Strom hier. Wenn ich die dann am Strom, also am Netzwerk anschließe, habe ich das Problem wohl nicht mehr. Gut, dann habe ich noch das Ding mit dem Xyloid. Auch also Ethanol, Baumwolle, Kampfer. Ethanol. Holz aber sowieso, ich brauche noch Mais. Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das hier mit dem Verhältnis dazwischen? 30, 30. Baumwolle war ein bisschen langsamer, das stimmt. Chemiefabrik selber ist aber auch 1:1, okay. Dann passt das wiederum ja. Ethanol 30, 15, 1. Also 2 Maismontage für eine Chemiefabrik Ethanol. Ethanol selbst?
exportiere ich nicht, oder? Nee, ich exportiere hier zum Beispiel zu Leute. Kann noch so lassen, weil es ist eh so viel. Ihr macht von nachher gar nichts mehr. Und auch nachher nicht mehr. Oh. Da ist ja wohl. Honitsch wurde überhaupt noch. Moment. Hä? Hey, ich liefer Zuckerrohr oder liefer sie irgendwie doch nicht? Vom letzten Beutezug. Braucht der Zuckerrohr für irgendwas hier oben? Dankeschön für dich. Zucker weiß ich noch, aber Zuckerrohr gar nicht mehr. Es könnte natürlich sein, dass ich hier. Ah, nee, warte mal, das war glaube ich. Hier irgendwo etwas. Waren sogar irgendwie Restaurant oder so? Hier. Ah, deswegen. Hey, wieso lade ich eigentlich hier Zink ein, lade sie wieder aus? Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Das ist schick. Okay, gut. Irgendwann muss ich mal vielleicht ein, zwei Folgen investieren, um die ganzen Routen zu optimieren und wieder anzupassen, weil da war zum Teil so viel Quatsch drin. Ist unglaublich. So, den lasse ich mal noch. Der muss dann eh nochmal gefixt werden, aber das wissen wir. Genau, das hier, die Baumschule-Route, da mache ich nachher ein Achter draus. Also ein Achterschiffchen. Nichts mehr drin. Das Problem war, sind so Dinge, wo ich mir denke, ich hätte Bock, das irgendwie jetzt gerade zu fixen. Einerseits, andererseits denke ich mir, war schon Zeitpunkt, Digga. Digi. Den könnte man gerade noch riskieren. Hier wollte er gar nicht hin. Zitrusfrüchte. Der ist natürlich Heike. Meint der Maike. Nachfrage. Okay. Moment. Ja. Das. Sagt meine Ex auch immer. So. Scherz beiseite. So ein Achterschiffchen, soll ich den nehmen? Nee, warte. Wie viel von denen? Habe ich irgendwo eine Schiffsübersicht? Eigentlich hier, war Schiffsübersicht öffnen, was sowieso nicht stimmt. Ich meine, Handelsschiffe, Kriegsschiffe, warte mal, Handelsschiffe. Luftschiffe auch drin? Natürlich nicht. Ich habe einen Pinguin, ich habe einen Pharao. Ja, natürlich jetzt cool, wenn ich hier direkt sehen würde. Mein Gott, da sehe ich jetzt, dass die unterwegs sind. Zum Beispiel zum Pharao und Pinguin. Und überall auch gerade. Oh. Besser Schiffsübersicht wäre auch nicht schlecht gewesen. C4. Die Öltank ist auch teuer. Kannst du auch fragen, ob man so viel brauchen, oder? Die Bilanz schwindet dadurch ja auch, wobei geht eigentlich noch. Also, da war jetzt der. Also stimmt, dann so wie es aus, habe ich jetzt eigentlich nur noch den Axum 2, sage ich jetzt mal. Hä? Axum. Weil die beiden sind eh unterwegs, die haben Items drin, also werden die auch irgendwie was machen.
Genau, das Schiffchen. Okay, dann bereite doch mal schon ein bisschen vor. Meine Hände sind fertig. Das war's. Jetzt lass mich in Frieden. Ja, ist ja gut. Das heißt, wir bauen uns nochmal. Der Angriffspakt wurde beendet. Crystal. Oh, jetzt haben wir wieder die scheiß Dingfehler drin. Super. Warte auf Befehl. Ja, wir bauen uns wieder mal solche Schiffchen. Weil ich den Axum 2 ja schon habe. Aber ich glaube, ich habe kein Ding mehr, wa? Doch. Fachblatt habe ich noch. Sehr schön. Weil dann machen wir es jetzt hier anders. Ich hab. Natürlich wissen, wo er ist. Oh! Da natürlich praktisch. Ja, spring doch hin! Kommando zurück! Neue Welt. Habe ich die Frühkühlschiff irgendwie versammelt? Glaub schon, wa? Ah, doch, hier. Okay. Weil der wird jetzt abgelöst, hat er keinen Bock mehr drauf. Nach Manola mit dem Item drauf. Das heißt, wir dann später mal verschrottet, die ganzen Schiffe. So. Neue Welt. Weil sie mir so gut gefällt. Machen wir den auch noch. Packen den nochmal rein. So. Weil ich habe La Isla wirklich genug. Dann nennen wir den aber Alte Welt Obst. Das sind aber Obstbäume, wa? Wobei. inaktive Schiffe, ne, warte mal, neue Welt. So, wo ist er? Da, Axum 2. Wir haben hier nämlich alte Welt Getränke, alte Welt Bäume. Ja? Und jetzt haben wir halt viermal Zitrusdinger. Von dem noch, ja? Der will ja eigentlich auch zweimal Zitrus immer einladen. Wo bist du überhaupt gerade? Oh, ist auch kein unterwegs. Ja, komm, lass mal ganz kurz noch. Soll Zitrusfrüchte einladen. Nachher macht er eigentlich nur noch Kaugummi und Silhouette. Den Rest war es nachher nicht mehr. Ein Zuckerrohr, was er noch hat, was ich eigentlich auch brauche. Aber halt momentan zu wenig. Hat noch eine separate Route. Ja, Leute, bin ich da voll drin, ey. Das ist doch schön, lalala. Wir müssen hinmachen wieder dort. Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Der Öltanker. Ein guter alter Öltanker. Oh, war jetzt langsam. Maschinenlauf. So. Genau. Ich brauche hier jetzt noch. Also, warte mal. Kann ich hier einen Ölhafen bauen? Doof gesagt, also, sprich, ich habe die Materialien dafür. Aber schon mal ein Pendler, das ist schon mal cool. Da geht nicht so. War doch Strom hier. Ein kleiner Ölhafen reicht auch mir aber gar nicht. So. Weil quasi die Dinger hier auch mit Strom versorgen will, also zumindest gerade irgendwie so eine Idee, die ich hatte. Und aus irgendeinem verrückten Grund aber sogar. Sogar genug Materialien. Dann hier nochmal ein bisschen verschieben. Weil der Öllager braucht ja keinen direkten Anschluss an den Hafen. So, dann läuft der mit Strom. Natürlich wird es wenig, aber egal. Wird den unterstützen, dem fehlen Waren. Okay.
Gut. Dann hätten wir das. Das heißt, ich schmeiß die wieder raus. Jetzt muss ich es kurz aktualisieren. Warte mal. Zilloloid. Kaugummi. Komm nachher von einem anderen Teil der Welt. So ein anderen Teil aus der neuen Welt. Verzeihung. So. Dann den und dann noch Zuckerrohr. Das mache ich jetzt nur, damit ich es künftig wieder weiß, dass da irgendwas war. Also momentan nichts bringt. Weiß ich zumindest noch. So. Nach eins der Elternrouten, genauso wie hier mit dem Zucker. Da macht es irgendwie auch keinen Sinn, das so zu machen. Kommen zwei Schiffe dafür. Dann machen nachher kommen hier dabei ein Schiff. Ist das nicht sogar alles über Alvestus? Ne, La Isla. Aber ihr könnt direkt auch in Alvestus andocken und dort weitermachen. Naja. So. Region Cap Trelawney. Also richtig, richtig klein. Ölroute. Also warte mal, stimmt, die habe ich ja. Ne, Öltransport. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Die habe ich so unterteilt, ja, weil es natürlich sehr viele Dinger waren. Aber eigentlich ist es nicht nötig. Ich mache hier. Hier einladen, hier ausladen. 400 ist zwar viel. Dazugeben. Ich mache jetzt mal Schmiedenhof. Braucht Öl. Go. Und hier. Cron Falls braucht. Warte, wir haben jetzt hier noch, oder? Gulasch. Ja, das muss ich auch alles mal korrigieren. Der gute Georgie. Auf dieser Insel geht es nicht ums Geld. So. Ja, mit der Kohle haben wir zum Teil wieder Probleme. Ich weiß. Da bin ich auch selber schuld. Kann aber bald alles viel besser. Ah, jetzt. Ich geh kurz rüber. Und ich glaube, dann wären wir hier soweit wieder durch fürs Erste. Also wie die Folge halt. Also eh wieder überlänge Folge, ist klar, aber übrigens anders kann ich mehr hin. Also, dann muss ich hier gucken mit Ethanol, dass ich noch Mais hinkriege. Ethanol zu produzieren, weil Holz haben wir ziemlich sicher genug. Die Leute. Haben wir das dann drin, dann Baumwolle, kommt jetzt glaube ich auch irgendwie. Mit dem Kampf, da müssen wir noch der Alte sein. Filmrolle über das Ding, dann sind das Dinger, die ich eigentlich hier langsam sich mal abstellen kann. Also wie zum Beispiel hier die Filmrolle, wenn ich sage, ihr habt sie Leute davon. Kaugummi, den lasse ich vorerst mal nach hier, weil der unabhängig vom Rest funktioniert. Und jo. Wie wäre es mit einem Rundgang? Ich glaube, so kann man es riskieren. Haben den ganzen Material, die ich jetzt hier habe. Hier natürlich wieder zu viel habe. Es ist zu still hier. Mit Ventilatoren. Ich muss natürlich auch mit dem Motorhybrid gucken, wa? Aber wenn ich jetzt ein paar Kabel habe, sage ich jetzt mal. Wenn noch irgendwie ein Item hier fällt auch nochmal. Motoren. Zelloid. Stahl. Aber eben Zelluloid machen wir jetzt bald. Zelluloid. Motorfabriken werden sicher ein paar brauchen, weil die ganzen Dinger hier brauchen das ja. War denn da das Verhältnis so ungefähr? So 1:1. Ah cool, zwei Motorroller-Fabriken für eine Motorenfabrik. Aber trotzdem, sagen wir jetzt mal, vorsichtshalber geschätzt, ich brauche zwei Stück davon, wa? Die dann hier machen, oder weil die davon nicht stark beeindruckt sind. Ist jetzt eigentlich eine Produktion oder nicht? Okay. Der ist dran. Ich meine, wir können natürlich theoretisch auch in der alten Welt belasten.
Hochradwerkhall, Nähmaschinenfabrik, Dampfwagenfabrik, hey, also macht schon einiges. Habe ich nicht sogar einen hier so, sogar schon? Nee, nicht ganz. Ich habe noch andere Idioten. Sag mal, was ist eigentlich mit der Bilanz gerade los? Wunderschöne Metropole. Ich schwanke zwischen Zufriedenheit und Bestürzung. Alter, Mann, ich habe schon alles hier reingepackt, was irgendwie nur geht. Hier natürlich fehlen noch ein paar Dinge, aber wissen Ingenieure haben wir so viel. Und trotzdem Bilanz einfach gerade nur irgendwie zum Davonrennen. Aber eben, wenn ich halt wieder so viele Dinge hier baue. Ist das nicht weiter verwunderlich, Freunde? Oh. Hier oben eigentlich irgendwie auch einen Gefallen getan, ja, habe ich das Gefühl nicht. Die Brandwahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja, danke schön. Dann verziehe ich da den nach auf die andere Seite, wenn es ein bisschen sicherer ist. Den, wie soll ich das irgendwie. Was ich mich hier hinten? Für die hier unten, aber das ist irgendwie auch ein bisschen schräg. Hier haben wir ja festgestellt, dass auch die Motorroller-Ding nur von dem irgendwie, naja, also was heißt nur, aber es ist halt wirklich nur von dem gerade aktiv. Nicht wir eigentlich nur die Dinger hier, die sind ja fast ein bisschen weniger. Ja, zwei von denen wird halt heißen. Noch zwei von denen. Noch ein bisschen gucken, vielleicht das Ding hier unten eher ein bisschen weiter so verschieben. Also bin ich ja noch voll drin. Eventuell das ein bisschen weit nach unten schieben, damit ich hier nochmal hinkomme. Bauen wir sie jetzt halber dahin. Ich müsste hier nochmal. Zweite Motorenfabrik, also zumindest so ausgegraut, sag ich jetzt mal. So wird es zwar irgendwie auch gehen, sieht zwar gerade ein bisschen gestört aus hier, aber. Ja, aber so würde es hier einigermaßen gehen. Zumindest habe ich jetzt die auch schön voneinander getrennt. Hier könnte man sich zwar auch überlegen mit dem Magazin, ob man das wirklich da hin haben will. Ach, die Brandwahrscheinlichkeit sehr hoch, ey. Aber ja. Ja, nee, das macht keinen Sinn. So. Also irgendwie so können die erste Produktion-Dinge aussehen. Ob die Ventilatorenproduktion hier mit all denen ausreicht, müssen wir gucken. Hat halt, wie bereits erwähnt, viele verschiedene Faktoren. Also natürlich hier mit Labormedizin und die Polizei ausrüsten zum Arsenal. Labor Feuerlöscher. Irgendwo war noch etwas mit Labormedizin, was noch ein Item dazu gibt. Aber schauen wir ein anderes Mal an, Leute.
Wenn der Wolf jetzt gerne direkt weiterzocken würde, muss ich erstmal hier gucken. Beschäftigt aus. Da kommt jemand. Okay, mehr Strom. Das ist sehr gut. Ein Ding wollen wir machen, aber ich glaube, er ist gar nicht da, oder? Doch, er ist noch da. Sehr schön. Und so schmeiße ich dich hier mal raus, weil du brauchst das Item hier nicht, Kumpel. Es gibt andere hier, das viel dringender bräuchten. Es ist gar nicht da, war. Also solche, wo ich weiß, die halb voll sind. Mist. Ja, Feuerlöscher läuft, also ganz ehrlich, jetzt sind alle hier voll drin. Voll ausgebaut, Feuerwehrzentrale, Notwehrzentrale, wer auch immer. Aus Kino läuft, aber eben, wir müssen meinen Artisan noch gucken. Parfüm, Motorroller, Ventilatoren, vor allem Parfüm wird extrem teuer. Wenn ich so viel davon brauche, dann baue ich ja später tatsächlich. Wie wir auch schon gesehen haben, wird das eher auch mühselig, das zu bauen. Aber dafür auch den scheiß Ethanol. Was ist eigentlich ein Labor? Also eigentlich müssen wir den auch da unten bauen. Hey, ist ja wie gesagt ein Labor. Sollen wir uns den hier schon mal so vormerken? Oje, oje. Und ja, ich tue mir definitiv keinen Gefallen mit dem, was ich alles treibe. Ah, Hilfe. Aber es muss sein. Da wäre ehrlich, es muss sein. Hier vielleicht zum Teil ein bisschen abspecken wieder, damit wir ein bisschen mehr Bilanz kriegen. Aber ansonsten, es geht voran. Langsam, aber stetig, es geht voran. So, wollen wir die ganze Zeit noch weiter quatschen, wo eigentlich schon alles durch ist, und gerade überlege, wo ich welches Ding nehme. Thumbnail. Zelluloid, Stahl. Den hatten wir auch schon in der Feuerwehrzentrale. Da was zu bauen bringt noch gar nichts. Labormedizin, ich nehme auch die Kräuter hier. Oh, scheiß Kräuter. Aber ich brauche Baumwollstoff und Baumwolle. Ist noch praktisch, wa? Vor allem Baumwollstoff für Polizeiausrüstung. Naja. Die werden schon wissen, warum. So. Scheiße, man, ich überlege echt gerade. Komm, es war scheiß drauf. Oh, eine schöne gute alte Fertigungsstraße sogar drin. Wir haben das geschafft, egal. Und es läuft noch gar nichts. Mhm. 54 Minuten. Wir fahren natürlich tatsächlich, wenn wir wieder mal eine Folge unter 50 Minuten hinkriegen. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Sehr schön. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei der Motor Factory. Bei A1900. Mit allem drum und dran. Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.